Hallihallo, hier ist der Gusua mit dem zweiten Teil des Streams fürs 20k Abo Special und meinem 30. Geburtstag natürlich nebenbei noch. So, wir sind wieder auf der Suche nach Loot. Top-Liker gucke ich auch gleich an, kriegen wir hin. Also das wäre richtig, richtig fail. Also das wäre echt schade, weil ich meine, dann kann ich nur noch hier schön erzählen. Klar, dann können wir natürlich ein Video draus machen. Aber im Normalfall sollte das ja eigentlich ein schöner Stream sein. Das wäre ja echt nicht toll. So, gucken wir mal hier. Valkyren-Power haue ich nochmal hier rein. Und sobald die Luftabwehr down ist, würde ich gerne mit Loons reingehen. Genau, da haben wir hier nochmal Loons. Gucken wir mal, dass wir die Dekadent... Ui, zack, schnell nochmal den King ragen. Und dann lassen wir die echt mal... Ich probiere mal, die hier so ein bisschen reinlaufen zu lassen. Aber das will nicht so richtig. Das Base-Format ist halt wirklich so gewählt, dass man da nicht wirklich reinrennen kann, ne? Ah, jetzt kann ich rein. Und dann würde ich auch die Bogies nochmal ragen. Gucken wir mal, dass die eventuell noch zum Town Hall rennen. Dass wir hier noch ein bisschen was reißen können. Naja. Town Hall wird knapp, aber nicht mehr down gehen. Zack, so ist das halt. Draußen ist auch nicht mehr die Masse. Das war's dazu. Komm hier, wir gucken mal bei Lukas. Ha. Ist für Level 78 schon wirklich ganz gut. Ist ganz gut, weil guck mal, wir haben hier wirklich, wir haben Luftabwehr hier zumindest auf 6, da ist noch 5. Kann man ja, wie gesagt, mittlerweile ein bisschen besser auseinanderhalten, meiner Meinung nach. Wir haben die Magiertürme noch nicht komplett maxed, auch die Bogietürme noch nicht. Aber der King ist schon auf 10, was richtig, richtig geil ist. Bei 78, das läuft auf jeden Fall. Genau, nach und nach haust du Teslas hoch, einwandfrei. Riesenbombe hast du auch schon so weit abgegradet, das ist auch ganz nett. Cooles Ding, also das passt. Und wie gesagt, immer Elixier, wenn du halt wirklich merkst, du hast zu viel, bau dir teure Truppen und reiß dem Gegner richtig den Arsch auf. Fertig, aus. Lol, beste Clan-Beschreibung habe ich noch gar nicht gesehen. Alle Gusua abonnieren. Haha, genau. Läuft. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir machen nochmal einen Angriff. Ah, sehr nah. Hier, guckt mal. Wieder. Also wirklich, Loot ist echt, das passt echt. Also, und hier würde ich jetzt mal sagen, ich gehe hier von hier ran, weil ich gerne die Luftabwehr killen würde, weil ich habe immerhin 3 Loons. Und ich denke mal, die werden schon ganz schön splashen. Und die will ich halt nicht komplett in eine Falle locken, sondern will hier dann eben hier so hinten, oder will ich die von da und dann, ach klar, kommt hier, zack, was soll's. Wir reißen denen den Hintern auf und von hier gucken wir nochmal, dass wir von hier die Luftabwehr noch wegbekommen. Hoffe ich mal, dass das noch läuft. Genau, die Bogies. Yay! Bogies laufen hier. Das klappt. Komm, Magier, mach den Rest. Ganz genau, die machen zu die Mühle und dann sollte das passen. So, die Valkyren, die können jetzt hier von... Genau, dann sehen wir die Valkyren jetzt hier im Einzelgang. Im Einzeldurchgang lassen wir die jetzt hier mal richtig schön ruppen. Und es ist halt echt, also flächenmäßig ist das nicht lustig, wie die sich halt wirklich direkt dazwischen zwei Gebäude stellen und dann mal richtig Damage erzeugen. Das ist schon richtig cool, auf jeden Fall. Und genau, ich wollte nochmal kurz zurück zu wegen Clash Royale. Also da ist die Truppe natürlich noch mehr OP, muss man da mal sagen. Guck mal, wie die... Alter, und was die auch aushalten jetzt mal ohne Witz, oder? Ich meine, die werden schon ganz schön gut betackelt hier. Und zack, hauen die erstmal richtig schön. Da denkt man, die Mauerbrecher sind durchgegangen hier. Richtig, richtig kranker Scheiß auf jeden Fall. Jetzt, solange der Minenwerfer noch beschäftigt ist, hauen wir hier nochmal schön die Barbaren rein. Alter, die haben sich richtig gut durchgekämpft. Da muss man mal echt sagen, Daumen hoch für die Valkyrie. Im Krieg selber habe ich sie schon ja gesehen. Und da
war es so, dass halt wirklich sehr, 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 sehr viele gespammt wurden und das ging leider nach hinten los. Aber ansonsten kann ich da echt nur sagen, gutes Ding, gutes Ding, gutes Ding. So, jetzt gucken wir mal hier. 16 Magier, haben wir noch ein bisschen was? Ja, läuft. Passt. Und dann hauen wir noch ein paar Bogies raus. Zack. Einwandfrei. So, ich würde gern wieder was spenden. Magier, genau. Gibt es noch Magier rein hier? Oh, schade. Hätte ich gerne noch gemacht. Bitte check meine Base. Ich guck mal rein. Level 7 ist auch schon in Ordnung. Das kann man jetzt nicht irgendwie gerusht sagen. Da würde ich auf keinen Fall sagen. Zumal die Mauern schon richtig geil sind. Auf 7. King, Alter, läuft bei dir. Also du hast es richtig gemacht auf jeden Fall. Mir wäre eventuell, nur eventuell, aber muss man ganz ehrlich sagen, was will man denn machen, wenn man jetzt, ich guck mal immer noch mal auf Chemcord hier. Chemcord selber geht. Was ist denn das für ein Müll? Wenn man jetzt halt sagt, gut, okay, ich habe halt Town Hall 7, da kann man halt noch nicht so, da hat man noch nicht die Menge der Mauern und alles, dass man sagen kann, gut, okay, ich stelle das mal anders oder so. Also von daher ist das halt immer so. So, jetzt muss ich gerade mal kurz wirklich meinen eigenen Stream noch mal kurz selber suchen. Und ich glaube, ich finde den echt nicht. Es gibt's nicht, ey, sowas. Clash of Clans. Gucken wir mal, ob ich mich jetzt hier mal selber finde. Alter, ist das schlecht. Das ist schade. Chemcord. Jetzt, ich sehe ihn wieder. Juhu. Also wirklich gut gemacht. Luke, vollkommen in Ordnung. Also, das passt. Oh, ich sehe den Stream wieder. Ja, das ist natürlich echt, weil man sitzt halt da, wie jetzt. Hä? Was wird denn das jetzt? Also, ich bin wieder ein vollkommener Mensch. Sagen wir es mal so. Also, man arbeitet nicht umsonst. Ein Golem, vielen Dank. Auch wenn er erst Level 1 ist, ist es vollkommen in Ordnung. So. 46 haben wir. Ich würde mal sagen, wir lieben mal den Clan. Und dann kriegt noch jemand anders die Chance. More comments below. So, neuer Plan, neues Glück. Gucken wir mal, wer noch Hilfe braucht. Loons sind am Start, Valkyrie sind am Start. Na, Claro, gucken wir mal. Na, Claro ist zu schnell voll. Ja, hier, komm. Ja, läuft. Komm. Und zwar gucken wir uns kurz den Hashtag an. Hashtag P2UO2YR. Viel Spaß damit. So, gucken wir mal. Erstmal gucke ich, was hier Riesen oder Babas. Ich glaube, Walküren gehen auch. Das ist, denke ich, auch in Ordnung. So, Clankrieg. Dann will man natürlich immer einen Loon haben, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was wir hier. Schweinere. Ich bin jetzt mal so frei und spende hier jetzt einfach mal. Will noch jemand Walküren? Zack, X-Gamer wieder. Gibt's ja gar nicht. Passi. Ich gucke erstmal, wer nochmal irgendwelche Truppen haben möchte. Hallihallo an alle, logischerweise. So. Oh, da wurde einer rausgehauen. Passi. Na komm, gucken wir mal rein. Aber wie gesagt, wirklich kurz. Town Hall 9. Wobei ich auch sagen würde, ja, war Maxed? War. Nee, war nicht Maxed. War nicht Maxed. Die Teslas waren nicht Maxed.
Und die Luftabwehren waren auch nicht, also die, na, beziehungsweise es sieht aber ganz nett aus. Es ist nicht verkehrt, aber hier sehen wir auch Magierturm. War nicht komplett, aber ist okay. Wie gesagt, dann sage ich halt wirklich, wenn man zu früh hochgegangen ist, dann wirklich erstmal Mauern, vollkommen egal, erstmal Dev hochziehen und dann sieht man weiter, was halt geht. Ansonsten Aufstellung selber brauchen wir nichts dazu sagen, die ist vollkommen in Ordnung, das passt. Das ist vollkommen okay. Auch eben hier, dass du sagst, okay, hier habe ich halt eine Luftabwehr, da habe ich einen Magierturm, da habe ich einen Expo. Wobei ich fast sagen würde, den Expo hätte ich eher noch dahin gestellt, weil du jetzt auf der rechten Flanke relativ wenig Verteidigung hast. Das würde ich eventuell machen. Aber ansonsten ist das vom Layout her vollkommen okay, klar. Passt. So, ich mache wieder Angriff. Ich mache wieder Angriff, ey. Hey, Michael Jackson wieder. Yeah, läuft bei ihm. Ja, mit so einem Namen muss man halt damit rechnen, dass man Aufsehen erregt. Nack, 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 nack. Ich würde ja gerne rein, aber die Truppen sind dafür jetzt, die sind jetzt dafür nicht gut, sagen wir es mal so. Da wären andere Truppen besser gewesen. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht irgendwas ausbilden und dann nur irgendwelche Angriffe machen, weil das ist auch irgendwo doof, weil ich will euch ja wieder was geben. Also in dem Fall wirklich praktisch. Ich will euch was geben. Oh, nice. Nice shit auf jeden Fall. Aber ohne den King im Ring schwingt er sein Ding nicht so richtig. Das ist halt das Problemchen. Und schade ist natürlich, dass die Facecam nicht drin ist. Ich habe mich echt geärgert. Also die Facecam selber wäre gegangen. Ich konnte aber diesen Chroma-Key-Effekt nicht richtig reinmachen. Sprich, man kann dann antippen, ich möchte meinen Greenscreen draußen haben. Der soll ausgeblendet werden. Und ich habe raufgedrückt und der hat mich ausgeblendet. Naja, ist natürlich auch schön. Ich meine, dann kann man sich da auch sparen. Und mit dem Greenscreen ist das auch nicht so schick. Das muss ja nicht sein. Klar, man hätte jetzt den Greenscreen runterreißen können und sagen können, hey, was geht? Klar, aber wollte ich nicht. So, jetzt gucken wir nochmal Truppen hier. Verstärkung. Zack, hier auch noch Verstärkung. Die haben wir. Gucken wir mal, ob hier unten noch irgendwo. Oh, ewig weit. Nee, okay, passt. So, zack. Aha, nix. Nix für Gusua dabei. Wenn ihr noch das wollt, von wegen hier, wegen Merchandise, die Bügelbilder sind immer noch vorhanden. Das heißt also, da habe ich noch genug von da. Es sind gerade mal zwei Bestellungen reingekommen. Also, ich hatte das Video dazu ja gemacht. Da ist ja alles darunter beschrieben in Bezug auf, wie ihr das bezahlt. Das ist halt, wie gesagt, 1 € für ein Bügelbild plus Porto. Und das passt auch. Also, wie gesagt, da ist das alles easy. Da könnt ihr gerne euch einen Gusua Schriftzug gönnen. Ericsson Q, wenn du mit der Qualität nicht zufrieden bist, ist das vollkommen in Ordnung, dann darfst du gern woanders schauen. Gar kein Thema. Keiner wird gezwungen. Damit fange ich auch nicht an. Wenn ich andere dazu zwingen muss, ja, meine Streams oder meine Videos zu gucken, das wäre nicht so richtig. Du bist frei, darfst frei entscheiden. So. Nee, hier ist nicht so wirklich der Loot. Ja, 400 ist nett, aber wie gesagt, mit der Truppenkombo halt. Ich will doch einfach nur schön Loot draußen. Ganz einfach. Aber ich meine, wie gesagt, ich bin schon über 1 Million mit beiden wieder. Das passt. Gerade noch eine Nummer. Eine Mauer gebaut vorher. Das ist auch in Ordnung. Ah, das ist auch ein besonders schlechter Town Hall 9er.
Den würde ich gern angreifen. Ah, schade, dass er gerade die Luftabwehren hat er dann wieder am Start. Das ist echt ein bisschen schade. Aber da greifen wir an. Da gucke ich mal. Ja, genau, da wird er natürlich eine Riesenbombe und er wird hier garantiert auch noch mehr haben. Aber ich gehe halt wirklich von der rechten Flanke aus rein. Hier würde ich jetzt gerne langsam nach und nach probieren. Kommen hier die Magier rein. Und jetzt die Walküren, die richtig geilen Dinger hier. Zack, rausgehauen. Da ist natürlich noch eine Bombe. Logisch. Gucken wir mal, was für eine CB haben. Ah, da, scheiße. Scheiße, ich hatte den Golem. Ah, ärgerlich. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen schade. Ah, das ist ärgerlich. Schön den Golem gehabt und nicht richtig nutzen können, weil ich einfach zu, ja, nicht konzentriert war und das nicht auf dem Schirm hatte, dass ich einen Golem habe. Oh, guckt mal, wie das läuft. Das läuft wie like a Länderspiel, Alter. Like a Länderspiel. Wie der Golem sich aber jetzt reinsetzt und sich sagt, ey, komm, da muss ich den Guso ja jetzt unterstützen, dass wir das hier nochmal gerissen kriegen. Ja, auf jeden Fall, Alter. Läuft. Ja, hier hau ich jetzt aber keinen Rage mehr raus. Ah, ärgerlich. Also das wäre natürlich richtig geil. Vielen Dank, Spritzei. Ach so, also war's eine ganz normal eine, wie nennt sie, eine konstruktive Kritik. Dann ist das vollkommen in Ordnung, Ericsson. Dann habe ich das verstanden. Das hörte sich anders an, oder das las sich anders. Nee, dann ist das in Ordnung, klar. Wie gesagt, ich bin von der Stream-Qualität, also was ich so jetzt sehe, ist vollkommen in Ordnung. Aber das war heute wirklich schon richtig grottig schlecht, wo ich auch dachte, vieles verändert. Das ist so wieder garantiert ein Schriftzug, wa? Nee. Ah, okay. Die sieht man auch immer öfter. Also so in diesem Base-Layout-Design. Vorteil halt wirklich hier die zwei Compartments mit jeweils den Lagern drinne, ist halt gut verteilt. Problematisch sehe ich das nur, wenn man zum Beispiel wirklich einmal drin ist und sich einmal rundherum bedienen kann. Das ist das Problematische an der Base. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ansonsten ist das geil. Ist das auf jeden Fall geil. Und bist ja mittlerweile auch schon richtig megamäßig abgeballert. Ja, da hast du schon richtig gut aufgeholt. Ja, der kleine Cody hat ein bisschen was gemacht. Wieso schwarzer Bildschirm? Dann bitte nochmal neu laden. Dann sollte das passen. Vielen Dank, Ericsson. Vielen Dank. So, ah, jetzt, ach so, ja, genau, da ist der Boost jetzt raus, ist aber nicht weiter wild. Ich bin ja auch so weit fertig. Ja, wir haben den Stream gleich durch. Dann würde ich mal sagen, ganz ehrlich, dann spielen wir nochmal eine ganz, 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 ganz kurze Runde. Clash Royale, genau. Wir zocken mal ganz kurz Clash Royale an. Aber wirklich, macht euch da bitte nicht zu viel Hoffnung. Wirklich, das sind irgendwie 5 Minuten oder sowas. Und dann war es das auch. So. Ist natürlich auch schön, dass ich jetzt nicht das Bild schieben kann. Ah. Nee. Schade. Kleinen Moment, ich schließe das nochmal kurz. Ist ja nicht weiter wild. Ihr könnt ja meinen Screen sehen. So wild ist das ja nicht. So. Aber jetzt hätte ich natürlich gerne mein Bild wieder. Mein Camcorder-Bild. Mein Camcorder-Bild. Nee, YouTube nicht. Zack, das ist aber auch nicht schlimm. Da gab es nichts falsch. Nichts Wildes. So, zack. Jetzt gucken wir mal. Genau, jetzt sehen wir die nämlich wieder richtig. Zack. Ich weiß mit ganz viel an der Seite hin und her, aber es kommt ja um. Ja, vielen Dank, Robin Hood. Es geht ja um den Inhalt. Ihr wisst ja, was los ist. Feuerball, ja. Ja, komm, ich hau die auch. Ich möchte sie ja selber auch, dann muss man sie auch spenden können. Dann muss man auch den Arsch in der Hose haben und sagen, gut, okay, komm. 5 Minuten Clash Royale. Ja, wie gesagt, also ich ist mir egal, wie er einfach mal ist mir egal heißt. Ziemlich geil. Ist mir egal. Sehr geil, auf jeden Fall.
Ja, jetzt kann ich es natürlich lassen mit meinen Trüppchen hier. Also in Bezug nehmend auf meine Skelette. Die brauche ich hier jetzt nämlich nicht nehmen. Valkyrie war auch totaler Müll. Das war gar nichts. Und die Hexe, die geht mir jetzt mal richtig eine auf den Sack machen. Aber, oh, ich habe. Habe ich den gegnerischen Tower so gesplasht? Krasses Pferd, Junge. Alter, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir nehmen hier. Ah, genau. Wir nehmen auf jeden Fall Luckys. Auf jeden Fall. Und zwar richtig schöne viele da so und so. Zack, genau. Drache ist down. Klar, hat man natürlich gleich gemerkt, dass halt ein übelster Rage drin war. Ah, ich habe den ein bisschen zu früh gedroppt, weil der könnte jetzt noch umdrehen. Nein, er dreht nicht mehr um. Haha, da wird er sich ein bisschen ärgern. Würde ich fast denken. Alter, die waren gleich weg, okay. War auch Fail gedroppt von mir, klar. Aber wie gesagt, so eine Fail Drops gibt es nicht mehr so viele. Ich bin schon in Arena 5 gewesen. Ja, war ich schon. Und ich will das erstmal wirklich probieren. Ich will wirklich erstmal das Deck, wenn ich wirklich dann nach und nach sehe, Alter, okay, jetzt merke ich wirklich, das ist totale Grütze. Dann würde ich auch nochmal sagen, gut, okay, komm, ey, ich wechsle wirklich komplett. Aber ich will da noch nicht aufgeben, wisst ihr? Also, ich will gucken, ob es vielleicht doch geht. Darum geht's mir halt. Double Elixir. Alter, jetzt mit. Oh ja, ihr treibt, übertreibt es ja mal richtig, Junge, dass er einfach mal sagt, gut, okay, kommt. Ich hau hier mal drei Lufttruppen raus. Also drei Lufttruppen halt. Und jetzt kriegt er mal leider seine Pfeile. Oh. Und jetzt diese typische Taktik, die ich sonst immer hatte. Ja, jetzt musste noch den Tower hier kaputt machen. Nein, ich gehe halt wirklich, probiere halt natürlich erstmal zu defenden, logisch. Und wenn mir das hoffentlich gelingt, würde ich, wenn, dann auf den linken Tower gehen und nicht auf den Main Tower. Aber ich würde mal denken, ich kriege hier noch richtig gut eine auf der Schnauze und ich bin down. Ah, ja, nee, das wird leider nix. Das wird leider nix. Aber ein Versuch war es wert. Kronen-K.O. Nächste Runde. Ja, nee, nicht nächste Runde. Ganz ehrlich, das war's von mir. Ich habe geloost. Und das war es aber auch für den Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, das war ein hoffentlich ehrwürdiger Tag bzw. Stream für die 20Ks. Hoffe ich mal. Bleibt dabei weiterhin und ja, immer wieder schön die Videos schauen und dann passt das. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao, ciao.